Eine Tradition, die wir gerne pflegen. Der Tag des Hundes in Pfäffenhausen und ISA-TV ist wieder mittendrin. Die Schwerpunkte in diesem Jahr: Agility, der weiße Schweizer Schäferhund und Hunde helfen Menschen. Vorgestellt werden hier zum Beispiel Vereine mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, die mit ihren Tieren verschiedene Einrichtungen wie Hospize, Behinderteneinrichtungen und Seniorenheime besuchen. Ihr Anliegen ist schlicht und kommt von Herzen. Hilfsbedürftigen Menschen eine kleine Freude bereiten. Gerade bei Kindern werden Therapiehunde oft auch als Motivationsquelle eingesetzt. Generell machen unsere Hunde alle eine Verhaltensüberprüfung, wo einfach geschaut wird, wo die speziellen Talente der jeweiligen Tiere sind. Weil es ist natürlich für einen Hund eine völlig andere Situation, ob sie nun mit Senioren arbeiten oder mit verhaltensauffälligen Jugendlichen oder ob sie beispielsweise im Bereich von schwerstbehinderten Menschen eingesetzt werden. Selbst Schwerstbehinderte, die gut greifen können, sind sehr gut in der Lage, mit den Vierbeinern zu interagieren. Ein Beispiel dafür ist das Spiel mit der Flasche. Hier bekommt der Hund von seinem menschlichen Spielpartner eine Flasche mit Leckerli gereicht. Jetzt heißt es, die eigene Schlauheit unter Beweis zu stellen und den Behälter so lange zu drehen, bis der Leckerbissen endlich herausfällt. Das ist natürlich für den Schwerstbehinderten eine Mordsleistung, da etwas festzuhalten, aber man hat es, glaube ich, eben sehr schön auch sehen können, was das den Betroffenen für einen Spaß macht, diese Freude mit dem Hund. Wichtig ist, dass unsere Hunde wesensfest sind, dass die sich durch nichts erschüttern lassen, dass sie aber im Endeffekt auch wach und freudig auf die Menschen, die sie besuchen, zugehen. Spaß hatten am Tag des Hundes definitiv alle, egal ob Hund oder Herrchen bzw. Frauchen. In der Menge der klassischen deutschen Schäferhunde fallen ihre weißen Artgenossen besonders auf. Über viele Jahre hinweg wurden sie in Amerika und Kanada speziell hin auf ihre Farbe gezüchtet. Aber erst durch Schweizer Züchter fand ihre Rasse weltweite Anerkennung. Daher auch der ganz offizielle Name: Weißer Schweizer Schäferhund. Das ist eine Rasse, die sehr leicht lernt, die sehr menschenfreundlich ist und die also leichtführig ist, das heißt sehr leicht ausgebildet werden kann. Rettungshunde ideal, wir haben ganz viele davon. Also es gibt sie noch nicht so häufig, sind aber im Aufstreben. Und wir achten sehr darauf, dass die Hunde ein gutes Wesen haben. Wesenssichere und vor allem sportliche Hunde dürfen sich hier immer zum Schluss der Veranstaltung von ihrer besten Seite zeigen. Beim sogenannten Agility, dem Sport für Hund und Herrchen. Eine Aktivität, die sich ausgehend von den englischen Graft-Stalk-Shows seit den 80er Jahren quer über den Erdball ausgebreitet hat. Mittlerweile ist der Sport auch im Verein der deutschen Schäferhunde etabliert. Agility ist ein Vielseitigkeitssport. Agility kommt aus dem Englischen, heißt Wendigkeit, Führigkeit, Geschicklichkeit. Hier geht es darum, dass ein Mensch-Hund-Team einen gestellten Parcours mit einigen Hindernissen, von verschiedenen Hindernissen in einer möglichst schnellen Zeit und das fehlerfrei bewältigt. Im Fall des Pfäffenhausener Hundetages ist es für die agilen Vierbeiner lediglich eine Art Training ohne Zeitmessung. Pfiffe der Begeisterung und wohlwollender Applaus sind dabei aber durchaus erwünscht, besonders bei den Sportlern. Nach den Profis heißt es dann: bahnfrei für die Amateure. Auch sie dürfen den Parcours mit ihren Besitzern einmal ausprobieren. Ein paar verwirrte Blicke und Unsicherheiten. Schließlich läuft man Hund ja nicht jeden Tag über eine sich plötzlich bewegende Wippe. Doch mit ein bisschen Übung wird vielleicht aus dem einen oder anderen bald doch noch ein großer tierischer Sportler.